kann es sein, dass wir gar nicht krank sind, sondern dass wir sukzessive vergiftet werden? Denken wir doch mal an die Monate Anfang des Jahres, Januar, Februar, März, April. In dieser Zeit haben sich so viele Menschen nicht wohlgefühlt, nicht gut gefühlt. Die Energie war niedrig und die Gesundheit verschlechterte sich scheinbar ohne wirklichen Grund. Aber was, wenn ich dir sage, dass dies nicht nur eine Krankheit war, sondern eine Vergiftung? Heute präsentiere ich dir ein revolutionäres Patent aus dem Jahre 2022, das dich ins Staunen versetzen wird. Und damit du gut informiert bist und auch weißt, wie du dir helfen kannst, solltest du unbedingt dieses Video bis zum Ende anschauen. Bevor wir jetzt mit diesem Video beginnen, möchte ich dir ganz intensiv etwas sagen. Wissen ist Macht. Das heißt, alles, was du weißt, kannst du für dich verwenden, für deinen Schutz, damit es dir gut geht. Und dieses Video ist nicht ein Angstvideo. Es behandelt zwar etwas, was Angst machen könnte, aber es informiert dich auch, wie du reagieren solltest, was du tun kannst. Ich werde dir am Ende des Videos darüber erzählen, was ganz wichtig ist, wie wir uns dagegen schützen können, was hier von diesem Patent ausgeht, was da also aus den USA, glaube ich, kommt. Und es ist einfach wichtig, informiert zu sein, deswegen dieses Video. Und wir werden auf dem Festival, und das musst du wissen, werden wir intensiv zusammenwirken, um gerade solche Dinge wie hier heimlich, still und leise Patente angemeldet werden und genehmigt werden, wie wir die Auswirkungen von solchen Dingen zu unserem Besten wenden können. Denn wir sind doch hier Lichtarbeiter auf der Erde und möchten doch das Beste. Und dieses Patent, das stammt aus dem Jahre 2022, wurde im Januar, am 6. Januar also angemeldet und genehmigt, und das beschäftigt sich mit dem Graphenoxid-Nanopartikeln, die man für das Cloud-Seeding benutzt. Cloud-Seeding heißt auf Deutsch einfach nur Wolkenimpfen. Und ich sage jetzt mal ganz frech, und das versteht ihr, wenn wir jetzt in dem Video darüber gesprochen haben, ich sage ganz frech, wir brauchen uns ja nicht mehr pieksen zu lassen, denn das geschieht dann automatisch über das Wolkenseeding. Sozusagen. Ja, wir werden also automatisch gepikst werden, wenn wir nichts dagegen unternehmen. So, dieses Patent. Ich zeige euch jetzt mal die Webseite, wo man also nachlesen kann über dieses Patent, und ich lese euch dann auch in Deutsch übersetzt vor, was das zu bedeuten hat. Hier seht ihr also die Webseite. Dort wird dieses 3D-Graphenoxid-Nanopartikel für Cloud-Seeding-Patent US 2022-002159A1 gekennzeichnet. Dort kann man es nachlesen. Und dieser Artikel hier unten, das da, das habe ich übersetzt und das werde ich dir jetzt gleich in Deutsch vorlesen, nur damit du Bescheid weißt. Dazu muss ich erstmal wieder umschalten. Die vorliegende Erfindung betrifft ein eisbildendes Partikel für das Cloud-Seeding und andere Anwendungen, das die Eiskernbildung bei einer Temperatur von minus 8 Grad Celsius initiieren kann. Darüber hinaus steigt die Anzahl der eisbildenden Partikel kontinuierlich und schnell mit sinkender Temperatur. Deswegen haben wir uns auch in den anfänglichen 3 Monaten des Jahres schlecht gefühlt, weil dort eher niedere Temperaturen waren. Dieses eisbildende Partikel in der vorliegenden Erfindung ist ein nanostrukturiertes, poröses Komposit aus dreidimensional reduzierten Graphenoxid- und Siziliumdioxid-Nanopartikeln. Das sind jetzt viele Fachworte. Es geht jetzt auch nicht so sehr um Fachwissen, sondern es geht darum zu wissen, was hier alles eben in diesem Patent drin steckt. Also das heißt also, man wird dieses Graphenoxid zur Wolkenimpfung verwenden. Und warum habe ich denn jetzt gesagt, dass man uns damit gleichzeitig alle impfen könnte?
wenn nicht da was dagegen getan wird. Ich werde es euch gleich erklären. Und dann, ich muss noch was anderes sagen. Wir haben ja Chemtrails, das ist ja ein Begriff für uns alle. Und ich hatte ja auch schon ein Video darüber gemacht. Dieser Ausdruck ist gar nicht mehr zeitgemäß. Dieses Wort wird eigentlich jetzt durch Wolkenimpfung ersetzt. Und diese Wolkenimpfung, sie soll ja zu unserem Besten sein, ja. Das ist also auch die Wettermanipulation, soll ja alles gut für uns sein. Und es hat auch gar nichts mit dem Klimawandel zu tun. Ja, vielleicht entsteht dadurch ja komisches Klima. Wer weiß es? Keine Ahnung. Wie auch immer. Also, ich denke, einige von euch kennen dieses Wort Graphenoxid schon länger aus der Zeit, wo wir alle aufgefordert wurden, uns pieksen zu lassen, denn dort kam ja auch einiges nachträglich heraus. Und wenn du dich fragst, jetzt gerade Januar, Februar, März, diese Symptome, die du hattest, die jetzt nicht wie eine typische Krankheit sich anfühlten, aber einfach da waren und du dich, du eigentlich nicht krank warst, aber eben dich so komisch gefühlt hast, das könnte eine Vergiftung gewesen sein. Und das heißt, die Technologien und Chemikalien, die um uns herum verwendet werden, die haben tiefwirkende Auswirkungen auf unsere Gesundheit und meistens ohne unser Wissen. Ich habe eine kleine Aufstellung gemacht, was dieses Graphenoxid in unserem Körper bewirkt. Und das werde ich jetzt mal dir vorlesen, denn es ist ja wichtig, dass du informiert bist für alles. Und zwar kann das hervorrufen Thrombose, Blutgerinnsel können sich bilden, sehr gefährlich. Unser Immunsystem wird zerstört und dieses Mittel war in den Fasern oder ist immer noch der meisten Masken enthalten, die wir damals getragen haben oder mussten. Das heißt, wir haben das Zeug sowieso schon eingeatmet, ne? Und das verursacht Lungenentzündung, dieses Mittel. Und es erwirkt auch Schleimhautentzündungen. Geschmackssinnverlust, Geruchssinnverlust kennen wir alles, sind alles Symptome von Covid, was wir also aus der C-Zeit kennen, derjenige, der es gehabt hat von uns. Und es blockiert die Entgiftung in unserem Körper, indem es Glutation zerstört oder blockiert. Also wir können das dann nicht mehr bilden. Und sogar kann all dies in dir schlummern und es könnte sogar durch die 5G-Frequenzen dann aktiviert werden auf Bedarf. Wenn jemand beschließt von unseren sogenannten Menschen, die uns führen, dass es jetzt nötig ist, dann würde das aktiviert. Und ich frage dich nochmal, warum war denn Anfang dieses Jahres so ein extremer Krankenstand, so ein extremer Sahara-Staub-Einfluss da? Der war doch auch teilweise magnetisch. Und wenn du dich erinnerst, ich habe mich ja nicht impfen lassen, aber ich habe gehört, bei der Einpicksstelle, da war etwas Magnetisches zu spüren. Gibt es da vielleicht Zusammenhänge? Ich habe keine Ahnung. Ich stelle das zur Diskussion, ihr Lieben. Bitte schreibt mir eure Gefühle dafür auf und was ihr davon haltet. Ja, und jetzt kommen wir zu den Maßnahmen, was wir tun können, weil ich möchte mir das nicht unbedingt gefallen lassen. Dieses blöde Patent ist angemeldet und kann benutzt werden und wurde ja auch schon benutzt, ne? Zum Beispiel gibt es zwei Dinge, die wir aktiv tun können. Und ich habe auch auf Telegram das ein bisschen weiter ausgeführt, weil es manchmal schwierig ist auf YouTube. Die eine Sache ist die Arbeit mit den Zeitlinien. Und wer da wirklich tiefer einsteigen will in dieses Thema, der wird am Festival genaues darüber erfahren und wir werden da auch zusammenarbeiten. Das andere, was wir tun können, das zeige ich dir jetzt gleich mal, das ist nämlich dieses hier, dieses Glutation, was jetzt nicht nur in unserem Körper vorkommt, sondern auch in Lebensmitteln. Das sollten wir versuchen, unbedingt zu uns zu nehmen, also unseren Körper zu stärken. Das heißt, wir finden das
in Keime und Sprossen, so wie auch in Spargel. Jetzt war ja gerade die Spargelzeit, vielleicht habt ihr viel Spargel gegessen, das wäre gut gewesen. Es ist in der Hefe, in der Leber und im Fleisch. Ich weiß, dass viele Vegetarier sind. Man kann sich das auch, denke ich, das Glutathion kann man auch einnehmen. Es ist also wichtig, dass man, wenn, dann frische Nahrungsmittel zu sich nimmt und sich darüber vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr informiert. Also das ist etwas, mit dem man entgegenwirken kann, mit dem man sich stärken kann. Und ich finde, das sollte man eigentlich sowieso immer machen, egal ob jetzt gespritzt wird oder nicht. Überlegt euch das mal und vielleicht habt ihr auch noch Ideen da dazu. Ich habe also auf Telegram darüber mit euch diskutiert und wir haben uns da ausgetauscht. Also kommen immer sehr schöne Gespräche zustande sozusagen. Also wir sehen, wir haben hier eine massive Beeinflussung unseres Lebens. Und wichtig ist, dass wir uns nicht ablenken lassen durch irgendwelche Horrormeldungen oder durch, ihr kennt, Brot und Spiele, dass wir da trotzdem immer noch und gerade in solchen Momenten wachsam sind und gucken, was wird hier wieder ohne unser Wissen heimlich gemacht, woran arbeitet die Gegenseite. Denn nur dann können wir etwas tun, nur dann sind wir in der Lage, tatsächlich auch etwas zu ändern. Und die Zeitlinienarbeit, die Zeitlinienheilung, die ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Maßnahme. Und ich freue mich wirklich schon sehr mit dieser Info und mit euch allem zusammen am Festival zu wirken, ihr Lieben. Und jetzt lade ich euch ein zu einer Meditation, in welcher wir unseren Körper und unsere Gesundheit stärken. Ganz wichtig, dass wir das immer wieder tun, weil auch das Energetische, was du als Energie in dir trägst, geht ja in den Körper über. Das heißt, ein Mensch, der positiv denkt, hat auch einen gesunden Körper. Ein Mensch, der negativ denkt und in Angst ist, hat einen kranken Körper. Ganz grob gesagt. Es gibt viele Abstufungen und viele andere Einflüsse auch noch, aber wir werden uns heute mal dem Thema wenden, positiv unseren Körper zu verstärken und unsere Gesundheit zu schützen. Ich wünsche dir jetzt gleich viel Freude dabei und lass dich einfach fallen in die Energien. Ich werde am Schluss mich nicht mehr verabschieden, sondern ich lasse die Melodie noch ein bisschen weiterspielen, sodass ihr dann noch mehr genießen könnt in dieser Energie. Einfach bleibt, wenn ihr mögt natürlich nur. Wenn euch das gefallen hat und ihr findet, es ist wichtig, dass ich euch immer wieder informiere, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren und auch teilen und auch immer bitte schöne Bemerkungen schreiben, was ihr wie ihr das findet, ob ihr noch eine Idee habt und so entsteht ein wunderschöner Austausch, genauso wie auf Telegram. Also, wir beginnen jetzt, ich sprühe mich ein mit dem Aura-Schutz, ganz wichtig, und mit dem 999, mit diesen zwei Energien heute mal und ja, jetzt geht's gleich los. Liebe Herzensmenschen, voller Freude begrüße ich jeden einzelnen von euch hier, denn es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir zusammenwachsen und uns zusammen heilen, dass wir das Licht vergrößern und somit der Erde und allen Menschen helfen. Und so lade ich dich ein, deine innere Heilenergie, deinen inneren Heiler zu erwecken und zu stärken. Und wenn du bereit bist, dann atme nun das Licht der Liebe ein und lass dieses Licht der Liebe zu dir fließen, in deinen Körper fließen und spüre, wie dich das Licht trägt und ausdehnt.
Dies ist eine ganz wundervolle Erfahrung. Genieße die Ausdehnung und diese besondere Erfahrung. Denn bei der Ausdehnung wird deine Energie automatisch angehoben und du kommst hinein in die höhere Frequenz der Liebe. Und so rufe ich Erzengel Raphael, ich rufe die Luminea-Engel und alle Heilerengel. Und somit beginnt sich dein Raum mit diesen wunderschönen Energien zu füllen. Die Engel stehen an deiner Seite. Sie bilden einen Kreis um dich herum. Und vielleicht spürst du ihre Anwesenheit. Vielleicht spürst du auch das Heilige an diesem Moment. Denn es ist ein Moment der inneren Stille. Der Stille, die dich ganz zu dir selbst führt. Und auch der Stille, die dich zu deinem inneren Heiler führt. Und vielleicht hast du jetzt sofort bei dem Wort innerer Heiler einen Impuls oder ein Bild oder ein Gefühl bekommen. Und je nachdem, wie dieses Gefühl, der Impuls oder das Bild sich anfühlt, darfst du nun dein Licht und deine Liebe in dieses Bild hineinsenden, dein Vertrauen und deinen Ruf nach deinem inneren Heiler, möge er sich zeigen. Und so lass dich von deinen eigenen Bildern führen, von deinen eigenen Emotionen leiten und sei mit Freude und Liebe dabei. Denn es öffnet sich jetzt die Türe in deinem Herzen zu dem Raum der Heilung. Der Raum der Heilung ist ein besonderer Raum, wo dein innerer Heiler wohnt. Und du wirst ihn jetzt wahrnehmen. Und vielleicht kommt er ja auch direkt auf dich zu, um dir seine Hände zu reichen, um dir zu sagen, ich bin für dich da und ich freue mich, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Und wenn du bereit bist, lege nun deine beiden Hände in seine Hände. Und spüre, wie die Energie zu fließen beginnt, in einem Kreislauf der Liebe zwischen dir und deinem inneren Heiler. Es ist der Kreislauf der Heilung, der sich aktiviert und der dir ganz viel Kraft gibt. Und diesen Kreislauf der Heilung kannst du ausdehnen, sodass nun diese Kraft durch deinen ganzen Körper fließt. Dein innerer Heiler ist bei dir und er wird die Energien so leiten, dass sie genau dorthin fließen, wo es jetzt für dich wichtig und gut ist. Und so spüre, was all dies mit dir macht. Ich gebe dir ein wenig Zeit, damit der Energiefluss richtig in Bewegung kommt. Der Heilerengel lächelt dich an, denn er weiß, was dir gut tut. Und so entsteht sehr große Harmonie zwischen euch beiden. Die Harmonie des Vertrauens, des Lichtes, der Liebe, und der Fülle der Heilung. Und wenn dir jetzt ganz heiß wird, dann ist das richtig und gut, denn die Energie fließt durch deinen ganzen Körper. Heilung geschieht,
so wie es gut und richtig ist. Und du entspannst und lässt los von allem, was dich belastet. Lass die Gedanken frei. Jetzt ist deine Zeit der Heilung. Lass die Energie fließen und lass los von alten Dingen, die dich vielleicht belasten und gar nicht mehr nötig sind. Lass alles los und sieh und fühle, wie die Energie der Heilung dich trägt. Und jetzt darfst du, wenn du möchtest, einfach in dieser Energie weiterbleiben. Die Energieübertragung läuft weiter, auch wenn ich mich jetzt von dir verabschiede. Und so genieße die wellende Heilung und sei dankbar mit einem inneren Lächeln zu deinem inneren Heiler, der all dies ermöglicht. Und wisse, du bist das Beste, was die Erde trägt. Du bist so sehr geliebt und beschützt.